B2.3. Der Punkt M ist der Mittelpunkt der Strecke BC. Der Kreisbogen CB mit dem Mittelpunkt M schneidet die Strecke AC in den Punkten C und E. Zeichnen Sie den Kreisbogen CB und Strecke EM in die Zeichnung zur A2.0 ein. Ich habe jetzt die Zeichnung mal bereitgelegt. Wichtig ist hier, wir der Reihe nachgehen, um die ganzen Angaben hier zu durchsteigen. Der Punkt M ist Mittelpunkt der Strecke BC. Zeichnen wir in ein Geodreieck anlegen, abmessen und dann die Hälfte eintragen. Und dann kriegt man hier schon mal den Mittelpunkt ungefähr hier. Das ist mein Punkt M. So, weiter. Der Kreisbogen CB mit Mittelpunkt M. Ja, also ich muss jetzt einen Kreis um Mittelpunkt M ziehen mit Radius MC, damit ich diesen Kreisbogen CB bekomme. Ich skizziere ihn mal ein. Das sieht dann ungefähr so aus. Ja, Kreisbogen CB mit Mittelpunkt M. Das Blöde ist, auf dem Tablet kann ich natürlich keinen Zirkel ansetzen, um das schön einzuzeichnen. Ich versuche mir jetzt ein paar Hilfslinien zu machen und den Kreis dann, Kreisbogen dann entsprechend rund einzeichnen zu können. So, das ist also mein Kreisbogen. Okay, es fehlt noch was. Es schneidet die Strecke AC in den Punkten C und E. Also brauche ich auch noch die Strecke AC. Zeichne ich auch ein. Geodreieck hinlegen, verbinden. Das ist meine Strecke AC. Im Punkt C, den haben wir schon, aber wir brauchen noch den Punkt E. Das ist hier der zweite Schnittpunkt, der hier übrig bleibt. So. Und jetzt heißt es hier die Strecke EM einzeichnen. Also einfach hier E und M noch verbinden. Jawohl, und dann haben wir eigentlich schon alles für die Aufgabe.